Tja, die Zeiten sind wirklich schlimm. Es gibt eine Menge Elend. Wolltest du auch nach Hause? Ja. Wenn du willst, können wir ja zusammengehen. Ja, gut. Hallo. Hallo. Gut, dass ihr gleich beide nach Hause kommt. Dann können wir alle zusammen essen. Auf dem Weg hierher wollte ich ihn überreden, dass er dem Chor beitritt. Das wäre doch schön, oder? Ich glaube, ich habe keine Lust. Na, ganz wie du willst. Es würde dir bestimmt gut tun. Für deine Nerven wäre es genau das Richtige. Und vor allem würde es dich ein bisschen ablenken. Könnt ihr denn nicht verstehen, dass ich das jetzt am wenigsten gebrauchen kann? Aber meinst du nicht doch, dass... Wenn du mich fragst, der tut sich ganz schön schwer mit diesem Buch. Er wird schon wieder ruhiger werden. Ja? Kann ich reinkommen? Ich störe dich hoffentlich nicht. Ich wüsste nicht bei was. Jetzt sieht man doch wenigstens was, hä? Ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Das heißt, wenn du morgen Nachmittag noch nichts vorhast. Was soll ich denn machen? Wir brauchen jemanden, der uns die Noten verteilt, wenn wir im Sanatorium singen. Normalerweise macht das Peg Whitworth, aber der hat sich heute Morgen das Bein gebrochen. Da habt ihr aber Pech gehabt. Ja, Gott sei Dank war es nur sein Holzbein. Aber das Dumme ist, dass es eine Weile dauern wird, bis er ein neues kriegt. Hast du denn keinen anderen dafür? Ich glaube, da oben würde es dir gefallen. Da sind alle ganz fröhlich und unbeschwert. Wo alle Tuberkulose haben? Ich habe das Gefühl, es ist wärmer geworden. Wenn das Wetter so bleibt, sind wir wahrscheinlich draußen. Dann brauchst du gar nicht reinzugehen, wenn es dir unangenehm ist. Also gut, aber mitsingen werde ich auf keinen Fall. Das ist eine komische Sache. Du hast einfach den Wunsch zu singen, wenn du ihre Gesichter siehst. Sie geben dir Mut zum Leben. A frog, he was a wooing goat. Hey, ho, said Rory. A frog, he was a wooing goat. Whether his mother would let him or no, with a roly-poly gammon and spinach, hey, ho, said Anthony Rolly. So off he set with his opera hat. Hey, ho, said Rory. So off he set with his opera hat. And on the road he met with a rat with a roly-poly gammon and spinach, hey, ho, said Anthony Rolly. So here's the end of my 1, 2, and 3. Hey, ho, said Rolly. So here's the end of my 1, 2, and 3. The rat, the mouse, and the little froggy with a roly-poly gammon and spinach, hey, ho, said Anthony Rolly. Hallo. Hallo. Ob der Chor das Lied von der Golden Vanity singen könnte? Sie wissen ja, dieses Lied von dem Jungen und den Niederlanden. Das kenne ich. Ja, wirklich ein schönes Lied. Ich höre es schrecklich gern. Ich werde gleich mal fragen. Könnte es auch ein anderes Lied sein, wenn Sie das nicht einstudiert haben? Nein, es müsste schon dieses Lied sein. Der Chor hat es auch das letzte Mal gebracht. Na gut. Können Sie nicht ein bisschen leiser machen? And they laid him on the deck, and he closed his eyes and died. As they say goodbye, the lowlands low. As they say goodbye, the lowlands low. By the lowlands low. As they sail by the lowlands, lowlands, lowlands. As they sail by the lowlands, lowlands, lowlands. Hallo. Sagen Sie, wer ist das da drüben? Das ist Nora. Nora Jepson. Kennen Sie sie denn? Ja, vielen Dank. Gern geschehen. Hallo. Sie sind Nora Jepson, nicht wahr? Du hast mich gar nicht erkannt, oder? Ich war mir nicht sicher im ersten Moment. Na ja, ist ja auch kein Wunder. Ich wusste gar nicht, dass du hier bist. Weißt du, ich war wenn lange nicht wüsstest, mehr hier. Wie lange ich hier schon liege, aber Ende des Jahres komme ich raus, wenn ich Glück habe. Und was machst du denn so? Nicht viel. Gehst du noch tanzen? Mit dem Tanzen ist es bei mir vorbei. Ich habe zu viel getanzt, das war nicht gut für mich. Jetzt weiß ich's. Hier veranstalten sie auch Tanzabende. Und zwar einmal im Monat, für die, die bald rauskommen. Sie machen das zwar sehr nett, aber ich kann es einfach nicht ertragen.
Ich stecke immer den Kopf unter die Decke, dann höre ich die Kapelle nicht. Du warst die beste Tänzerin von uns allen. Du bist fast geschwebt, richtig geschwebt. Ja, aber nur deshalb, weil nichts mehr an mir dran war. Ich war leicht wie eine Feder. Dr. Baird sagt, dass meine Knochen so hohl waren wie bei einem Vogel, als ich hergekommen bin. Kennst du Dr. Baird? Nein. Ein ganz junger Arzt und ein sehr netter, weißt du? Achtung, da kommt die Gefängniswache. Ich hab's gehört. Auch bekannt unter dem Namen Schwester Simpson. Das ist Mr. Richardson, wir mein alter Freund. Bereits. Guten Tag. Ja, guten Tag. Na, was sagen Sie denn zu unserer Nora? Sieht sie nicht blendend aus? Als sie eingeliefert wurde, hätte man denken können, sie fliegt davon. Die Schwestern reden immer von uns Patienten, als ob wir gar nicht da wären. Ja, aber nur, weil sie sonst zu viel reden und sich überanstrengen. Oh. Hören Sie schon auf, Sie Quälgeist. Oh. Aber ganz im Ernst, Sie glauben, es geht Ihnen, wer weiß wie gut, aber Pustekuchen. Und das schöne Wetter macht Sie noch übermütiger. Bleiben Sie nicht so lange. Du musst einfach nicht auf Sie hören. Ich muss aber gehen. Kommst du mich mal wieder besuchen? Ja, wenn du willst. Oh, bitte. Dann werde ich dir auch Dr. Baird vorstellen. Er liest viel und er würde sich bestimmt gern mit dir unterhalten. Du kommst doch wieder, oder? Ich komme bald wieder. Ich vergesse es bestimmt nicht. Ach so, ja, vergessen. Da hätte ich ja beinahe was vergessen. Ich wusste doch, irgendwas wollte ich dir noch sagen. Ah, und das wäre? Dass eine Freundin von dir hier ist, das wollte ich dir sagen. Sie ist Ende des Sommers eingeliefert worden. Eine Freundin? Wir sind zusammen tanzen gegangen. Wer? Lydia. Lydia ist auch hier. Ich habe gehört, du bist wieder zu Hause. Lydia, ich wusste nicht, dass du krank bist. Du darfst mich aber nicht anfassen. Du dürftest eigentlich gar nicht hier sein. Wie hat denn das nur passieren können? Von wem hast du erfahren, dass ich hier bin? Nora hat's dir wahrscheinlich gesagt. Sag mir, wie es passiert ist. Wir sind beide schuld gewesen, Nora und ich. Wir haben uns fast jeden Tag betrunken. Und das monatelang. Wir waren wie die Verrückten. Haben alles Mögliche angestellt, jeden Abend. Dann konnten wir plötzlich nicht mehr. Aber wieso? Das hat bestimmt viele Gründe gehabt. Was dachtest du dir denn, warum? Erinnerst du dich noch, was du mir nach Toms Beerdigung gesagt hast? Ja, natürlich. Du hast dich nicht mal von mir verabschiedet, bevor du weggegangen bist. Ich konnte nicht. Du konntest nicht? Konntest nicht. Du wolltest ja nichts mehr von mir wissen. Ach, was du denn nur immer einreden musst. Bald wird er mir nichts mehr vorsingen, mein kleiner fröhlicher Piepmatz. Er hat mich jeden Morgen geweckt mit seinem Gesang. Und er singt mir jeden Tag etwas vor, seit ich hier drin bin. Oh, Nora und ich, wir waren schon ein schlimmes Gespann. Weißt du, sie ist ein fantastisches Mädchen. Sie ist von einer so ungeheuren Vitalität. Wir wollten sehen, wer es länger aushält. Und dabei haben wir uns völlig fertig gemacht. Und jetzt sagt Dr. Baird, dass sie spätestens Ende des Jahres entlassen wird. Jedenfalls bald. Vor mir auf alle Fälle. Hast du mir überhaupt zugehört? Doch, ich habe zugehört. Du guckst, als ob du mit deinen Gedanken woanders wärst. Oh, du sollst nicht so ein trauriges Gesicht machen. Ich bin ja noch da. Aber es hat nicht viel gefehlt. Ich hab dir ja gesagt, dass mich die Eulen eines Tages holen werden. Dieses Mal hätten sie es fast geschafft. Es ging immer tiefer und tiefer. Ganz nach unten bis auf den Grund. So weit, wie man nur nach unten sinken kann. Und da war niemand mehr. Nicht ein Mensch. Oh, warum sitzt du nur so weit weg von mir? Ich muss dich jetzt einfach spüren. Hab keine Angst. Du wirst dich schon nicht anstecken. Komm, bitte nimm mich doch in deine Arme. Was von mir noch übrig ist.
kein Mensch, sag ich dir. Niemand, verstehst du das? Ich war bis ganz nach unten gesunken. Schrecklich ist das, wenn du plötzlich völlig allein bist. Du bist der Erste, dem ich es erzähle. Wir sollten das lieber sein lassen. Es ist nämlich streng verboten. Wenn Dr. Bird oder Schwester Simpson dich hier finden, dann kriegst du 6 Monate. Und ich darf keinen Besuch mehr kriegen. Du musst jetzt wirklich gehen, hörst du? Mach's gut, ja? Du schreibst an einem Buch, habe ich gehört. Mhm. Mit Vorschuss, so richtig im Auftrag? Mhm. Das ist doch wundervoll, findest du nicht? Ich finde einfach den Anfang nicht. Das wird schon. Na, mal sehen. Du bist immer noch so schrecklich ernst. Was meinst du, ob du dir das noch mal abgewöhnen wirst? Mach's gut, ja? Du kommst doch bestimmt wieder her und besuchst mich, oder? Ja. Oft, ja? Versprich es mir. Ich hasse dich, wenn du es nicht tust. Wenn du Dr. Bird nicht darum bittest, darfst du vielleicht jeden Tag kommen. Sag doch Nora einfach, sie soll dich mit ihm bekannt machen. Er hat nämlich eine Schwäche für Nora. Ich bringe dir auch ein paar Blumen mit. Oh, wirklich? Du, das wäre aber sehr nett. Daran erkenne ich dich wieder. Du hast ja schon immer was für Blumen übrig gehabt. Danke, dass du zu mir gekommen bist. Es ist fertig, ich hab's geschafft. Oh. Vorsicht! Du hast leicht lachen, beinahe hätte ich das ganze Mittagessen fallen lassen. Na, dann komm mal und erzähl. Das muss aber gefeiert werden. Ja, das finde ich auch. Ich hab doch irgendwo noch eine Flasche Sherry gehabt. Sie und ist noch von Weihnachten übrig geblieben. Ah, da ist sie ja. Du kannst bestimmt besser damit umgehen. Wozu warst du in London? Das würde ich nicht sagen. Na, zeig mal. Geschickter als ich bist du jedenfalls. Aber ich hatte ja auch nicht so viel Gelegenheit zum Üben. Na, über was lacht ihr zwei denn? Ach, nichts, Mutter. Ah, dann habt ihr bestimmt wieder über mich gelacht. Na ja, jetzt stoßen wir erst mal an. Hier. Ja, okay. Auf dein Wohl. Wir sind stolz auf dich. Danke. Das hättest du also geschafft, hm?
Um Gottes Willen, nein. Ich muss es noch in Abschnitte teilen, alles noch mal korrigieren und dann ins Reine schreiben. Naja, das Schlimmste hast du jedenfalls hinter dir. Ja. Dann können wir ja auf das Nächste anstoßen. Hoffen wir, dass ihm das hier gefällt, sonst gibt es nämlich kein Nächstes. Es gefällt ihm bestimmt. Du hast es doch gar nicht gelesen. Nein, aber nach dem, was du erzählt hast, ist Mr. Sterling doch ein ganz vernünftiger Mann. Du wirst sehen, es gefällt ihm bestimmt. Rat mal, wo unser Chor nächsten Donnerstag singen wird. Na, wo denn? Eine ziemliche Ehre für uns. Unserer Meinung nach. Das rate ich nie. Dann werde ich dir sagen. Wir singen nämlich für Miss Aspen. Ja, nicht für deine Miss Aspen, sondern für die alte Dame. Oben im Aspenpark, um die Teezeit. Ist das nicht eine ziemliche Ehre für unseren Chor, hm? Ja, ich glaube schon, du hast recht. Der alten Dame soll es von Tag zu Tag schlechter gehen. Sie liegt nur noch im Bett, ist schon traurig, wenn es so um einen steht. Na, und Captain Aspen? Ja, weiter. Was ist mit Captain Aspen? Man sagt, dass er langsam aber sicher das ganze Anwesen versäuft. Ich find's traurig. Schließlich stellen die Aspens doch was dar. Gibt's denn das, dass man so viel versaufen kann? Ist denn so viel da? Ja, ich denke schon. Bis vor kurzem haben das alle gedacht. Was anderes konnte man sich einfach nicht vorstellen. Sie haben viel verloren während der Wirtschaftskrise. Ach, wo die Aspens schon seit 500 Jahren hier sind. Das stimmt, aber wie sagt man so schön? Je länger du verweilst, umso teurer wird der Spaß. Und das kann ich dir sagen. Mit Saufen bringt man das Geld am schnellsten durch. Na, du musst es ja wissen. Du bist vielleicht einer. Willst du nicht kommen? Ich sage Mr. Rollo, dass Sie hier sind. Scheinlich viel zu tun heute. Eine Menge Briefe schreiben, die müssen heute noch weg. Einfach grauenhaft. Wie geht's Ihnen denn? Guten Tag wünsche ich allen. Da sage ich guten Tag. Und dabei ist es wieder einfach grauenhaft. Naja, da hat man noch keinen Hund vor die Tür. Nett von Ihnen, dass Sie gekommen sind. Wie geht's denn? Und Ihnen, Sir? Geht's Ihnen gut, Sir? Ich freue mich wirklich schrecklich. Tag, sehr angenehm. Angenehm, angenehm. Wir kennen uns doch, oder? Richardson. Der feurige Liebhaber, ne? Ja, so ist es. Bisschen schlecht im Augenblick, was? Wenn ich mir vorstelle, dass ich fast nur noch Haut und Knochen ist, das arme Kind. Naja, nicht mehr viel dran an der feinen Dame. Da gibt's doch nichts zu lachen. Wenn man bedenkt, ist das einfach grauenhaft. Ja, gewiss. Also ich finde es verflixt anständig von euch, dass ihr heute gekommen seid. Na, dann schießt mal los. Feuer frei und dann raus das Zeug aus voller Kehle. Was werden Sie denn bringen? Was glauben Sie, würde Miss Aspen gern hören? Irgendwas ist doch egal. Wenn es nur laut genug ist. Sie ist nämlich schon ziemlich taub auf den Ohren, wissen Sie? Ich schlage vor, wir singen ein paar Lieder, von denen wir glauben, dass sie auch ihr gefallen würden. Und dann gehen Sie nach oben und fragen Sie, ob sie noch einen besonderen Wunsch hat. Gute Idee. Verdammt gute Idee.
Einfach grauenhaft, was? Ich finde, dieser Mann ist zu bedauern. Es ist bitter, wenn man sieht, wie ein Mann so herunterkommt. Early one morning, just as the sun was rising, I heard a maid sing in the valley below. Oh, don't deceive me, oh, never leave me. How could you use a poor maiden so? A north country maid up to London that strayed, although with her nature it did not agree. She wept and she sighed, and bitterly she cried, I wish once again in the north I could be. For the oak and the ash and the bonny ivy tree, they flourish at home in my own country. While sadly I roam, I regret my dear home, where lads and young lasses are making the hay. The merry bells ring, and the birds sweetly sing, and maidens and meadows are pleasant and gay. For the oak and the ash and the bonny ivy tree, they flourish at home in my own country. Sleep and rest, sleep and rest, summer will come to thee soon. Vielleicht fragst du mal eins der Dienstmädchen, was wir jetzt singen sollen. Na, Jack, Bill, oder wie immer du heißt? Na komm, ganz ruhig. Ja. Captain Aspen? Mr. Aspen? Rollo! Lily. Oh, Mr. Richardson, ich fürchte, ich kann Ihnen nicht sagen, wo Mr. Rollo ist. Oh, ach, das ist ja auch ganz egal. Ich wollte nur wissen, ob Miss Burton etwas hören möchte. Vielleicht könnten Sie sie mal fragen. Sie hat doch bestimmt irgendein Lieblingslied. Wenn nicht, ist das auch nicht schlimm. Wir wollten nur etwas singen, was ihr ein bisschen Freude macht. Freude macht? Miss Burton soll was Freude machen? Haut schon ab, ihr blöden Mistviecher! Na los, ihr Trampeltiere, bewegt euch ein bisschen. Immer müssen sie hier alles dreckig machen. Könnten Sie nicht mal raufgehen und sie fragen? Was, ich? Ich darf doch da nicht raufgehen. Ich bin seit 3 Monaten nicht mehr oben gewesen. Nächste Woche werden es schon 4 Monate sein. So lange war ich nicht bei ihr, darf nicht mal in ihre Nähe. Ich bin hier nicht mehr erwünscht, offenbar überflüssig. Sie wollen mich nicht mehr haben. Kommen Sie schon. Da täuschen Sie sich sicher. Wissen Sie denn gar nicht, wo Rollo sein könnte? Vielleicht kann er mal raufgehen und fragen. Wie soll ich denn das wissen? Ich gehöre ja nicht mehr dazu, bin ausgeschlossen. Es ist nicht mehr so wie damals, als Sie zu uns gekommen sind. Ja, damals, das waren noch Zeiten. Verschwindet endlich, ihr blöden Mistviecher, weg mit euch! Die treiben mich noch mal zum Wahnsinn. Die machen mich völlig verrückt. Ist ja auch egal mit dem Lied.
Wieso soll das egal sein? Es war so schön, als Sie gesungen haben. Nach so langer Zeit mal wieder andere Stimmen zu hören. Nicht bloß die von denen. Sie da oben und Rollo und dann die Hunde. Immer nur die Hunde. Diese scheußlichen schwarzen Kälber. Sie können ruhig raufgehen, wenn Sie wollen. Warum gehen Sie nicht selbst und fragen Sie? Sie hätte bestimmt nichts dagegen. Nein, nein, ist ja auch nicht so wichtig. Sie hätte bestimmt nichts dagegen, so oft wie sie von Ihnen gesprochen hat. Na los doch, gehen Sie rauf zu ihr. Also gut. Könnten Sie bitte meinem Vater Bescheid sagen? Ich sag's ihm. Wirst du wohl? Sie wissen ja gar nicht, welches Zimmer. Das erste links, wenn Sie am Ende der Treppe sind. Ich wollte nur fragen... Seien Sie so freundlich und sagen Sie, wer Sie sind. Hier ist Mr. Richardson. Wer? Mr. Wer? Wie bitte? Darf ich reinkommen? Würden Sie bitte erst sagen, wer Sie sind? Der Chor schrieb mich. Ich soll fragen, ob Sie etwas Besonderes hören möchten. Edward Richardson, Lydias Freund. Darf ich reinkommen? Nein, das erlaube ich nicht. Das erlaube ich auf gar keinen Fall. Die Männer vom Chor würden sich sehr freuen. Sie sind Anglikaner. Methodist. Wer hat Sie hier raufgeschickt? Wer hat Ihnen erlaubt zu kommen, Lilly? Mein Vater würde so gerne mit dem Chor ein Lied singen, was Sie sich besonders wünschen. Können Sie mir keins sagen? Es war Lilly. Sie war's doch, oder? Nicht direkt. Wieso ist sie denn noch hier? Sie sollte schon längst weg sein. Ich habe ihr doch gesagt, sie soll gehen. Haben Ihnen die Lieder gefallen, Miss Aspen? Ja, sie haben mir sehr gefallen. Ja, es war sehr freundlich von... Wirklich sehr freundlich. Ja, was... Wir müssen jetzt zurück. Nach Evensford. Evensford existiert nicht mal auf der Landkarte. Möchten Sie, dass der Chor noch ein bestimmtes Lied singt? Wie geht es, Lydia? Sie haben sie gesehen, nicht wahr? Ja, ich habe sie gesehen. Es scheint ihr ganz gut zu gehen. Was meinen Sie mit es scheint? Es geht ihr wirklich gut. Es war außerordentlich freundlich von Ihnen, dass Sie mit ihr zum Schlittschuhlaufen gegangen sind. Wollen Sie kein Lied mehr hören, Miss Aspen? Nein, ich will gar nichts mehr. Ich habe mich nie besonders für Musik interessiert. Ich kenne gar keine Lieder. Also dann, auf Wiedersehen. Sind Ihre Hyazinthen schon verblüht? Ja, ich fürchte ja. Bestellen Sie doch Ihrem Vater, dass es sehr freundlich gewesen ist, hierher zu kommen. Oh.
Was kosten die weißen Chrysanthemen? 6 Pence der Strauß, Sir. 2, bitte. Danke, Sir. Danke Ihnen. Hallo, Edward. Ist das nicht herrlich, so viel Besuch auf einmal zu haben? Mr. Richardson, wie geht's Ihnen? Hallo, Blackie. Er heißt aber nicht Blackie. Sein richtiger Name ist Bert. Man muss die Leute immer mit ihrem richtigen Namen ansprechen. Entschuldigung. Ist schon gut, Mr. Richardson. Alle nennen mich doch Blackie. Das muss eben aufhören. Ich werde es Ihnen schon beibringen. Oh, weiße Chrysanthemen. Erinnerst du dich noch, die wuchsen doch immer auf der hinteren Seite von unserem Rosengarten. Ich weiß noch, dass Tante Bertie ganz vernarrt in sie war. Bist du bei Tante Bertie gewesen? Siehst du, ich weiß alles. Ja. Und wie geht's ihr? Es scheint ihr sehr gut zu gehen. Es scheint. Ich denke, du bist bei ihr gewesen, oder hast du gelogen? Doch, ich habe sie gesehen. Steh doch nicht so in der Gegend rum, du zerdrückst mir die Blumen. Tu sie irgendwo hin und dann setz dich aufs Bett und erzähl mir was. Ich werde sie da in den Wasserkrug stellen. Aber nein, das kann doch Bert machen. Das tun sie doch, oder Bert? Und ihre stellen sie mit rein. Also, was hat dieses Ungeheuer Rollo gemacht? Er war bestimmt wieder besoffen. Ich denke schon. Du denkst also nur. Oder war er es nun wirklich? Warum musst du immer sagen, ich denke schon? Denken ist etwas, was ich ab und zu ganz gerne tue. Das sieht dir wieder ähnlich. Du musst mir noch einen Kuss geben. Tja, dann setzt euch beide mal schön hin und in ein paar Minuten bringen sie den Tee. Ach nein, ich habe ja nicht gewusst, dass du auch kommst und da habe ich nur Tee für 2 bestellt. Oh, ich sag schnell Bescheid. Nein, das kann doch Bert machen. Am besten, Sie sprechen gleich mit Schwester Simpson. Das ist die, die immer so streng aussieht. Sie müssen sie doch kennen, die große Schlanke. Ja, Miss Aspen. Sie brauchen ihr nur zu sagen, dass wir 3 Personen sind und nicht 2. Ach, Bert, warten Sie bitte. Es wäre doch nett, wenn Nora auch rüberkommen würde. Fragen Sie Nora, ob sie auch rüberkommt. Wird erledigt, Miss Aspen. Dann wären wir also 4 Personen. Sie war Mittwoch schon mal hier, weißt du? Sie darf mich jetzt besuchen. Wie in alten Zeiten wird es sein, wenn Nora dabei ist. Meinst du nicht auch? Bert ist komisch, nicht wahr? Es ist einfach zu komisch mit ihm. Er kommt jeden Mittwoch und jeden Sonntag, und zwar schon so lange, wie ich hier drin bin. Das ist aber nett von ihm. Ja, ich weiß, aber das meine ich nicht. Ich meine, wie er das tut. Er sitzt einfach nur da, in seinem besten Anzug, und starrt vor sich hin. Er sagt kein Wort, und dann versuche ich krampfhaft so etwas wie ein Gespräch in Gang zu bringen. Ist das nicht mehr als eigenartig, wie sich die Menschen manchmal ändern können? Sehr eigenartig. Man glaubt gar nicht, dass das noch der gleiche Mensch ist. Nein. Er ist nicht mehr wiederzuerkennen. Als er gehört hat, dass ich krank bin, ist er gleich gekommen und hat nach mir gefragt. Er ist dann regelmäßig gekommen, als Dr. Bird mir erlaubt hat, wieder Besuch zu empfangen. Kannst du dir das vielleicht erklären? Du wirst ihn dazu ermuntert haben. Aber nein, ich habe ihn doch nicht ermuntert. Ich habe nichts getan, woraus er hätte schließen können, dass ich ihn ermuntern will. Aber du hast ihm doch Geld geliehen. Aber das ist es ja gerade, das stimmt nicht. Ich habe gedacht, dass... Angeboten habe ich es ihm, aber er wollte es nicht annehmen. Er hat mir so leid getan. Der Vater starb. Die Werkstatt ist abgebrannt. Ich wollte ihm helfen, aber er hat zu viel Stolz gehabt. Zu stolz oder zu schüchtern. Ich bin nie dahinter gekommen. Aber dann war das ja ein Ashby. An diesem Abend sprachen wir über nichts anderes. Aber du stürzt davon, willst nach Hause und lässt dir nichts sagen. Und Alex, hättest du doch nur gewartet. Wenn du nicht so verbohrt wärst, dass du nie abwarten kannst, bis man dir etwas zu Ende erklärt hat. Nein, du stürzt einfach davon und wunderst dich, dass so etwas passiert. Was suchst du denn da? Meinen Kamm. Ich muss mich noch zurechtmachen, bevor Nora kommt. Sie sieht immer so gut aus. Man würde denken, das kann doch nicht so doll sein, so dürr wie sie ist. Aber sie macht alle verrückt. Ich dachte, vielleicht kann ich Bert für sie interessieren, aber er hat sie nicht angesehen. Sie und Dr. Bert, das wird wohl was Ernstes. Siehst du, meine Haare fallen schon aus. Und gleich so viele.
Sei so nett und wirf sie raus. Sollen die Vögel sie sich holen? Ich werde hier liegen und ihnen zuschauen. Sie bauen sich damit ihre Nester. Ist das nicht ein schöner Gedanke? Oh, Nora! Lydia! Hallo. Hallo. Darf ich dich mit Dr. Bird bekannt machen, Mr. Richardson? Guten Tag. Angenehm. Also, ich muss Ihnen jetzt eine strenge Anweisung geben. Eine halbe Stunde darf sie bleiben, keine Sekunde länger. Aber Doktor, das ist doch fast schon wie ein Klassentreffen. Dann muss ich den Lehrer spielen und meine Autorität in die Waagschale werfen. Das war mein letztes Wort. Also, wer gießt den Tee? Ich mach das schon. Ich nehme Ihnen das Abschluss des Simpsons. Das ist aber nett von Ihnen, danke. So, dann wollen wir mal. Und ihr zwei benehmt euch gefälligst. Oh, ich glaube, sie hat es auf Sie abgesehen, Bert. Was Sie da wieder reden. Tut mir leid, ich bin immer der Letzte. Ist schon gut, lassen Sie sich ruhig Zeit. Das Schönste an der Sache ist, dass man wieder ein Kleid anziehen kann. Und Strümpfe. Man hat wieder das Gefühl, eine Frau zu sein. Und kein Gerippe, das vor sich hinklappert. Danke für das Kompliment. Ach, hör doch auf. Weißt du was? Ich habe schon 8 Pfund zugenommen. Tatsächlich? Sogar meine Beine kriegen schon wieder ein bisschen Form, siehst du? Ja, ich finde, sie sind fast noch schöner als vorher. Auf jeden Fall runder. Das wird bestimmt noch besser. Guck mal, siehst du was? Warte nur, bis ich wieder aufstehen kann. Dann kannst du aber was erleben. Sie müssen aber vorsichtig sein. Sie wissen, wie schnell man einen Rückfall bekommen kann. Ach, Sie und ein Rückfall. Wie kommen Sie nur auf so eine komische Idee? Sie muss sehr vorsichtig sein. Puh, wenn man immer vorsichtig ist, dann kommt man gar nicht erst hier rein. Dann hätte ich wohl nie erfahren, was für ein herrliches Gefühl das ist, plötzlich wieder ein paar schöne Beine zu haben. Nein, und wir auch nicht. Die Zeit ist um, kleines Mädchen, kommen Sie. Sie ist aber schon ein großes Mädchen. Und sie hat uns auch gezeigt, wieso. Sie hätten sie tanzen sehen sollen. Nora, tanzt doch noch mal für Dr. Bird. Auf Wiedersehen, Miss Chipson. Bird? Auf Wiedersehen, Doktor. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen, Mr. Richardson. Blackie. Auf Wiedersehen, Miss Aspen. Dass er immer noch Miss Aspen zu mir sagt. Spielen Sie Rugby? Nein. Mit solchen Muskeln sollten Sie aber unbedingt Rugby spielen. Dafür wäre ich wohl nicht der richtige Doktor. Sie würden einen klasse Stürmer abgeben. Früher hat er mit Motorrädern gespielt, aber das hat er schon aufgegeben. Und mit Autos? Kein Mensch will Rugby spielen in dieser verdammten Stadt. Und dabei ist es ein so interessantes Spiel. Tut mir leid, aber ich muss jetzt wirklich gehen. Wiedersehen nochmal. Wiedersehen, Bert. Es war nett, dass Sie gekommen sind. Wir werden uns bestimmt bald wiedersehen, nehme ich doch an. Ja, ich glaube schon. Wiedersehen. Komm schon, großes Mädchen. Wiedersehen. 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 Ich wollte dir noch Dankeschön sagen. Kommst du mich bald wieder besuchen? Ja, wenn du es gern möchtest. Natürlich möchte ich es. Ich wusste nicht, dass Blackie kommt. Musst du denn jetzt schon wieder damit anfangen? Nein, aber vielleicht willst du gar nicht, dass wir jetzt mal alleine sind. Er ist sowas wie ein Wachhund. Hast du gesehen, wie er da sitzt und mich anstarrt? Ja. Weißt du, wenn er da so sitzt, dann muss ich immer an einen Wachhund denken. Ist es nicht schön, dass sich die Menschen so ändern können? Nicht alle Menschen ändern sich. Jetzt solltest du aber wirklich gehen. Schwester Simpson wird dich sonst rauswerfen. Sie ist nämlich sehr streng. Du kommst mich bald wieder besuchen, versprichst du's? Und sie sehnte sich immer nach den Menschen. Was ist denn das? Wieder eins von deinen Zitaten? Also dann, auf Wiedersehen. Du hast dich nicht verändert. Ich glaube, dass du dich überhaupt nicht verändert hast. Da sind Sie ja, Mr. Richardson. Ich dachte schon, Sie kommen nicht mehr. Ich habe nämlich auf Sie gewartet. Kann ich Sie irgendwo hinfahren? Ich weiß noch nicht, wo ich hin will. Noch nicht nach Hause jedenfalls.
Na, dann können Sie einsteigen. Haben Sie was dagegen, dass ich Sie ein bisschen durch die Gegend fahre? Nur wenn Sie Zeit haben. Weil ich Sie was zu fragen hätte. Glauben Sie, dass sie wieder gesund wird? Naja, ich habe schon oft versucht, aus Dr. Bert was rauszukriegen, aber Sie wissen ja, wie Sie sind, Doktoren. Wenn Nora es geschafft hat, warum nicht Sie? Nora ist anders. Das kann man nicht vergleichen. Bei Nora ist das was anderes. Bert ist aber ganz optimistisch. Als ich das erste Mal bei ihr war, konnte ich die ganze Nacht nicht schlafen. Ich hatte immer dieses Gesicht von mir. Da konnte sie noch nicht mal sprechen. Und sie ließen mich höchstens 3 Minuten zu ihr. Und die Schwester war auch immer dabei. Sie hat kein Wort rausgebracht damals. Sie haben sie ja nicht gesehen, Mr. Richardson. Und die ganze Zeit vorher auch nicht. Sie haben auch nicht gesehen, wie es anfing im Winter. Und dann den ganzen Sommer. Nach der Sache mit Mr. Holland. Danach hat es angefangen. Unfall oder nicht. Tja, und danach? Wollen wir nicht ein bisschen laufen? Am Anfang war ich ganz froh über die Aufträge, verstehen Sie? Ich war ganz froh über die Aufträge. Naja, Sie hatte ja schon mal versucht, mir aus der Klemme zu helfen. Das wissen Sie doch auch noch, oder? Als sie Ihnen Geld leihen wollte. Ja, genau. Ich hab's nicht verstanden. Ich bin ein bisschen schwer vom Begriff. Und als ich's verstanden hatte, hat's mir leid getan. Und ich bin nie dazu gekommen, es ihr zu erklären. Ich weiß, wie das ist. Und dann hat sie irgendwann mal angerufen und es fing an. Ich war ganz froh über die Aufträge. Aber wollte Gott, ich hätte es nicht getan. Ich sag mir immer wieder, hättest du es nur nicht getan. Ich habe eben nur das Geld gesehen am Anfang. Miss Aspen wollte jeden Tag irgendwo hin. Sie und Nora. Nur woanders hin. Hauptsache, es war was Neues. Und immer wieder tanzen. So ging das jeden Tag. Es wurde immer später. Von Tag zu Tag. Natürlich war eine so wild wie die andere. Aber Miss Aspen war diejenige, die auf Abenteuer aus war, was erleben wollte. Ich dachte, wann hört denn das bloß auf? Werden die nie müde? Ich hätte es eben einfach nicht tun sollen. Aber das ist doch nicht Ihre Schuld. Ich hätte sehen müssen, wo das hinführt. Stellen Sie sich vor, jeden Tag. Außer sonntags natürlich. Jeden Tag hat Miss Aspen den Wagen bestellt. Zum Tanzen, in Clubs, rauf den Fluss und runter. Jeden Tag ein Stück weiter. Am Ende da war es gar nichts Besonderes mehr, dass ich sie nach London gefahren habe. Ich könnte mich heute noch dafür aufhalten. Ich war ganz froh über die Aufträge. Egal, wie viel sie getrunken hatten oder ob sie rumgebrüllt oder irgendwelche Dummheiten gemacht haben. Und Männer? Ich nehme an, es gab Männer, aber... Aber wissen Sie, was ich am schlimmsten fand? Das alles hat ihr überhaupt keinen Spaß gemacht. Überhaupt nicht. Einfach... Verstehen Sie? Mhm. Irgendwann ist sie mal fast weggeblieben. Jetzt ist Schluss, dachte ich. Ihr Trinken hat mich gar nicht so sehr gestört. Aber was wäre aus ihr geworden, wenn ich nicht dabei gewesen wäre? Dann habe ich Nora nach Hause gebracht. Und dann Miss Aspen bis vor die Tür gefahren. Zuerst, da konnte ich sie gar nicht wachkriegen. Und dann habe ich zu ihr gesagt, Miss Aspen, ich glaube, ich kann sie nicht mehr fahren. Ich werde es einfach nicht mehr tun.
Sie wusste nicht mal mehr, wer ich war. Sie starrte mich an und fragte, wo Mr. Holland denn geblieben wäre. Ich soll sofort zurückfahren und ihn holen. Geschluchzt hat sie. Naja, ich habe sie beruhigt, so gut ich konnte. Aber sie wollte einfach nicht hören. Sie weinte immer mehr und fragte, wo er denn ist. Wissen Sie, ich hatte das Gefühl, ihr war gar nicht klar, dass er tot ist. Nach einer Weile wurde sie dann endlich ruhiger. Ich habe sie ins Haus getragen und in einen Stuhl gesetzt. Dann hat sie mich geküsst. Hier, auf die Backe. Aber sie dachte wohl, dass sie einen anderen küsst. Mr. Holland vielleicht, oder? Da war mir klar, dass ich sie jetzt nicht mehr alleine lassen kann. Ich musste bei ihr bleiben. Ich hatte Angst um sie. Ja, ja. Das hätten sie bestimmt auch gehabt. Und seitdem habe ich Angst um sie. Deshalb wollte ich sie auch fragen, ob sie... Ja, ich meine... ob sie wieder gesund wird. Ja, das wird sie bestimmt. Jedes Mal, wenn ich sie besuche, habe ich Angst. Angst, dass sie mal nicht mehr da sein könnte. Armes Schwein. Jetzt ist ihnen sicher kalt. Das macht doch nichts. Ich habe es einfach loswerden müssen. Ja, natürlich. Also. Tja, kommen Sie, wir fahren zurück.